allererste Match ist ein Tag-Team-Match. Und es ist angesetzt auf einen Fall. Ja, auf der Krankenlager ist heute wieder da, um an der Seite seines Partners Romero anzutreten. Aber wir haben das ja vorhin Backstage gesehen, du hast es ja auch gesehen. Irgendwie scheint da zwischen den beiden nicht ganz so die heile Welt zu bestehen. Nee, also Romero, der Rosenkavalier, war natürlich das letzte Jahr alleine hier vertreten bei Project Nova. Lief nicht besonders gut für ihn, muss man ehrlich zugeben, aber jetzt ist sein Partner und bester Freund Cedric Superior da, um mit ihm zusammen zurück auf die Siegesspur zu finden gegen die Lucha Twins. Wir sehen hier Bruder 1 und Bruder 2, eineiige Zwillinge, man kann sie nicht auseinanderhalten, also haben sie es uns einfach gemacht und sich die Zahlen 1 und 2 auf den Bauch nähen lassen. Romero ist mit dem Lucha-Stil ja mehr als bekannt, hat bereits in einem Lucha-Tag-Team-Match gestanden. Zusammen an der Seite mit Miss Cut gegen Orlando Silva unter anderem. Krachender Shoulder-Block vom Bruder 1 von El Ramo. Und da ist Cedric, schnappt sich Bruder 1, ausgehoben, aber der kontert mit dem Einroller.
wir sehen, kein Tag ist geschehen. Wir agieren hier nicht unter normalen europäischen Catch-Tag-Team-Regeln. Es wird hier unter mexikanischen Lucha-Regeln gekämpft. Das heißt, wie früher auf dem Ballplatz, fliegender Torhüter, stattdessen fliegender Tag-Team-Partner. Immer nur ein Kontrahent pro Team im Ring, aber keine Tags notwendig. Genau, hier sehen wir es. Bruder 1 rollt sich aus dem Ring und sofort darf Bruder 2 in den Ring. Cedric weiß auch gar nicht, wie ihm hier geschieht. Wird sich von Bruder 2 gegriffen. Ich meine, er hat gerade erst Bruder 1 aus dem Ring befördert und dann kommt ein identisch aussehender Mann auf ihn zu und attackiert ihn. Sehr schöne Aktion von Bruder 2. Bist du sicher, dass das Bruder 2 ist? Das könnte auch Bruder 1 sein. Ja, ich glaube, ich erkenne auf seinem komplett gleich geformten Oberkörper eine 2 zu erkennen. Und der Dropkick auf die allerbesten Buchstaben von Cedric Superior und jetzt der Rosenkavalier. Rosen haben Dorn und Romero zeigt sie uns hier. Kämpft sich über Bruder 2 für den Sunset Flip. Nimmt Anlauf, schnappt sich seinen Gegner, Ansatz zum German, aufgehoben. Sehr schöne Aktion. Klassisches Ringen von Romero. Also ein in sehr vielen verschiedenen Stilen versierter Kämpfer. Tritt Bruder 2 hart vor die Brust und was kommt jetzt? Dieselbe Aktion soll nochmal kommen, aber Bruder 2 mit dem Versuch des Einrollers. Aber Romero befreit sich. Bisher, also du hast schon gesagt, wir haben gesehen, nicht alles heile Welt bei Romero und Cedric Superior, aber bisher sieht es ja ganz okay aus, was die da veranstalten. Picture Perfect Tornado DDT, Cover 1, 2, 9. Also Romero und Cedric sind vielleicht keine Zwillinge, aber sie agieren wie Brüder. Sie ergänzen sich super. Der Cedric geht hier in den Ring und versucht Bruder 1 von weiteren Eingriffen abzuhalten, aber... Also danke ihr beiden für die Hilfestellung. Ich hätte euch beide glatt verwechselt. Und Romero fordert Berlin auf, klarzustellen, hinter wem sie stehen. Und ja, was für eine unfaire Aktion von den Lucha Twins hier. Rudos der ganz, ganz bösen Art. Knallende Chops der Lucha Twins. Jetzt die doppelte Aktion gegen Cedric. Bruder 2 oder 1? Das war... Ich weiß es nicht. Ich komme durcheinander. Ich brauche die Nummern, um zu erkennen, welcher der beiden Zwillinge gerade die Aktion auf die Matte bringt. Cedric liegt auf jeden Fall auf dem Top Row. Der eine Bruder macht jemanden einen Boxsprung und mit einem Splash auf die Ecke. War nicht schön, aber effektiv. Cedric Superior braucht erstmal eine Verschnaufspause, aber es ist ein Tag-Team-Match. Und da gibt es doch einen zweiten. Ja, und die Lucha Twins arbeiten hier wie eine geölte Maschine. Ich meine, die beiden kennen sich seit Tag 1, seitdem sie auf diesem Planeten sind. Ich glaube, Bruder 1, wahrscheinlich ein kleines bisschen größer als Bruder 2, auch 3 Minuten älter. Ganze 3? Ja, fast 4. Wann haben wir hier sowas denn mal gesehen? Eine Assistant Cannonball Senton. Der Cedric weiß auch nicht, wie ihm hier geschieht. Stürmt er ran. Und also irgendwie kommen Cedric Superior und Romero nicht ins Match. Es hat so gut begonnen, aber jetzt ist irgendwie Sand im Getriebe. Oh, das ist ein Reise. Sollte das den Job effektiver machen? Ekliger macht es ihn auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Psychologische Kriegsführung ist auch Kriegsführung. Cedric wird quer durch den Ring geschickt. Aber dieses Mal kann er sich seiner Gegner erwehren. Hält sie von sich ab, steigt aufs zweite Seil, lauert und springt ab mit dem doppelten Crossbody. Abgeräumt. Super Aktion von Cedric Superior, um sein Team jetzt zurück ins Match zu bringen. Weicht Bruder 1 aus und... Spinebuster. Das Romero
sehen und Sean ist Bruder 2 im Ring. Cedric duckt sich hier ab, hält ihn für seinen Partner fest, Dropkick und in den German. Super Aktion der beiden. 1, 2, als wären sie nicht ein Jahr getrennt gewesen, diese beiden. Ich erkenne einen klaren roten Underdog auf der Brust von Cedric Superior. Diese Chops wird er morgen noch merken. Und jetzt dieselbe Aktion nochmal. Und er trifft, er trifft den eigenen Partner. Den kleinen Moment hat Bruder 2 ausgenutzt, um Romero den Dropkick ins Leere bzw. gegen Cedric Superior springen zu lassen. Hartes Knie ins Gesicht. Zerrt ihn heran für seinen Bruder. Standing Moonsault. Und Cedric Superior muss eingreifen, sonst wird das Match hier beendet von den Lucha Twins. Frog Splash. Cedric, du musst dahin. 1, 2. Cedric Superior mehr als genug Zeit hatte, um seinem Partner Romero zu Hilfe zu kommen. Da bin ich ganz auf deiner Seite und ich glaube, erstes Match nach über einem Jahr haben die beiden sich irgendwie anders vorgestellt. Sie haben sich immer noch gern. Hey! Hey! Was macht er da? Er wirkt ihn! Muss ein Schiedsrichter dazwischen gehen? Romero verliert das Bewusstsein im Dragon Sleeper von Cedric. Vorhin haben diese beiden Männer Tim Stübing noch eine Schlange genannt. Aber Cedric ist auf dem genau miesen, verrotteten Holz geschnitzt. Reverse DDT von Cedric Superior gegen den wehrlosen Romero. Ich glaube, da muss ich unseren Zuschauern zustimmen. Das kann ich unterstreichen. Motivation dieses Mannes. Was soll das? Nach einem Jahr auf der Ersatzbank. Bei der ersten Gelegenheit sticht er seinen besten Freund in den Rücken. Also ich bin gespannt, wie er das erklären wird.